Wir stehen hier vor dem Haus der Gemeinde. Ein Tessenow-Bau, 1908 entstanden und entworfen von dem bekannten und berühmten Architekten Heinrich Tessenow. Damals erbaut worden als Landschulheim zur Ausbildung für israelische landwirtschaftliche Lehrlinge, die auf dem gegenüberliegenden Gut in der praktischen Landwirtschaft ausgebildet wurden. Es hat dann im Laufe der Jahre mehrere Besitzer gehabt und wurde 1974 von der Gemeinde Steinhorst erworben. Es hat viele Jahre im Besitz des Hamburger Fußballverbandes gestanden und da es ein Tessenow-Haus ist, steht es heute unter Denkmalschutz und wird von der Gemeinde natürlich auch entsprechend gepflegt. Heute sind im Haus untergebracht das Amt der Gemeinde Steinhorst, ein Spielkreis, mehrere Seminarräume stehen noch zur Verfügung mit den dazugehörigen Schlafräumen, eine große Küche, sodass das Haus sehr gut genutzt wird und mehreren Zwecken dient. Von hier aus wollen wir uns auf einen Rundgang durch unser schönes Dorf Steinhorst begeben. Wir wollen verschiedene Stationen anlaufen und Ihnen das Dorf so zeigen, wie es 1994 aussieht. Wir stehen hier im Gemeindepark der Gemeinde Steinhorst, direkt an der Lachte. Im Blick haben wir die neue Brücke, die vor einigen Jahren erneuert worden ist, um dem Schwerlastverkehr standzuhalten. Bei den Umbauarbeiten hat man in der Tiefe Bohlen gefunden, die dokumentieren, dass schon vor langer Zeit hier eine Furt gewesen ist. Hier an der Lachte ist das Dorf Steinhorst gegründet worden. Das hatte seine Gründe, denn im 11. und 12. Jahrhundert siedelte man sich dort an, wo auch Wasser vorhanden war. Die Lachte macht vom Osten kommend einen großen Bogen und dieser Bogen eignete sich besonders gut dazu, das Wasser zu schauen und auch gleich eine Mühle anzulegen. Im Erbregister von 1669 sind bereits 24 Hofstellen registriert. 1963 erwarb die Gemeinde Steinhorst ein Parkgrundstück vom Fußballverband Hamburg, um hier einen Park anzulegen und ein Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Dieses sehen wir da jetzt im Bild. Es hat außer den Einrichtungen für die Feuerwehr eine Wohnung. Hier an dieser Kreuzung Dampfstraße, im Peckup und Bahnhofstraße beginnt das Steinhorster Geschäftsviertel. Beginnend mit dem Kolonialwarengeschäft an der Abzweigung Neue Brücke sehen wir das Blumengeschäft, die Apotheke. Weiter hinein in die Bahnhofstraße die alte Bäckerei Meier, erste Bäckerei in Steinhorst. In den Peckup hinein blickend hat es früher eine Stielmacherei gegeben. Die heute aber leider nicht mehr in Betrieb ist. Ja, die Bahnhofstraße hat uns leicht bergauf ins Gewerbegebiet von Steinhorst geführt. Hier hat sich 1970 die deutsche Saatveredelung angesiedelt. Sie züchtet Saaten für den Futterbau, für den Zwischenfruchtbau, für die Gründüngung, für die Grünbrache, Rasen, Golfplätze und Sportplätze. Neben der Ölförderung BEB ist dieser Gewerbebetrieb der größte in der Gemeinde Steinhorst. Im Hintergrund liegt die Raiffeisen-Genossenschaft, eine Filiale der Genossenschaft Groß-Ösingen. In der Genossenschaft befindet sich ein Getreidelager, ein Düngerlager und ein Landhandel. Alles sehr wichtig für die Landwirtschaft, aber auch für die Gärtner und alle, die mit dem Garten zu tun haben, vor Ort. Wir sind im Gewerbegebiet und hier schließt sich jenseits der Schienen ein großer Schrottplatz an, der
der äußerst beliebt ist bei allen Autobastlern, allerdings nicht besonders den Ort Steinhorst verschönert. Das Gebäude, in dem der Schrotthandel heute seine Büros und Wohnräume hat, war früher die Molkerei von Steinhorst. Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie gebaut worden, weil damals die Milchviehhaltung in der Umgebung stark zunahm. Leider musste sie 1959 schon stillgelegt werden. Die Bauern liefern ihre Milch inzwischen nach Hankensbüttel in die Molkerei. Hier am Bahnhof Steinhorst wartet heute auf dem Bahnsteig jeder vergeblich, mit dem Zug nach Celle oder Wittingen gefahren zu werden. Die Osthannoversche Eisenbahn befördert nur noch Güter. Das Bahnhofsgebäude, etwa 1904 errichtet, wurde vor kurzem abgerissen. In dem vor uns liegenden, noch gut erhaltenen Fachwerkgebäude befand sich die Steinhorster Post. Viele Jahre hat hier in dem Anbau der Postbeamte Herr Schulze gewirkt. Wir stehen hier auf dem Hof Tietje und sehen eines der ältesten Gebäude in Steinhorst. Erbaut 1713 und wie wir sehen, der Giebel ist noch im Ursprung erhalten. Es ist zwar nicht mehr in der neuesten Verfassung, aber selbst die Pferdeköpfe, ein Symbol des Niedersachsenhauses, sind noch vorhanden. Das vor uns liegende Haus zeigt uns, wie bis 1945 fast alle Häuser hier in Steinhorst ausgesehen haben, nämlich im Fachwerkstil gebaut. Aber auch in Steinhorst hat die neue Zeit Einzug gehalten und viele Häuser sind verklinkert worden, haben andere Fenster bekommen. Das ist gut zu sehen an dem Haus in gelbem Klinkerbau. Auch das war früher ein wunderschönes altes Fachwerkhaus. Man hat auch die Dächer verändert. Anstatt roter Ziegel hat man Wellblechdächer genommen oder Eternitplatten verwendet. Auch unsere Volksbank, die nach dem Krieg entstanden ist, zeigt, dass es ein moderner Bau ist. Ein Hof an der Lachte vor uns ist der Hof Tölke, noch erhalten im alten Fachwerkstil mit Blick auf die Rarität, nämlich unsere Furt. Die Fußgängerbrücke hat den Zweck, die Fußgänger trockenen Fußes durch die Furt zu begleiten. Ansonsten ist es möglich, mit den Fahrzeugen die Furt zu durchqueren. Im Hintergrund sehen wir den ehemaligen Hof Düfel, einer der größten Höfe im Orte und wie gesagt auch an der Lachte gelegen. Das Wohnhaus des Hof Düfel sehen wir jetzt von der Dammstraßenseite aus. Ein wunderschön renoviertes Fachwerkhaus. Mit Zuschüssen über die Dorferneuerung wurde es wieder so hergestellt, wie wir es heute sehen, mit erneuertem Fachwerk und mit Sprossenfenstern. Wir haben in der Dorferneuerung mehrere Maßnahmen vollzogen im Laufe der Jahre. Das zeigt sich auch an den Bäumen, die wir hier in der Dammstraße angepflanzt haben, mit einem Parkstreifen. In Fortsetzung des Einkaufsviertels Neue Brücke ist hier in der Dammstraße ein Dienstleistungszentrum entstanden. Wir stehen vor der Arztpraxis des Arztes Hase in Steinhorst, außerdem vor einem Papierwarengeschäft, einem Versicherungsunternehmen und es schließt sich auf der anderen Straßenseite die Neue Post an. Auf dem Hof Schmidt ist aus früheren Zeiten das alte Kopfsteinpflaster übrig geblieben. Das abgebrannte Haus wurde in einem Ziegelbau wieder aufgebaut. In diesem Haus wurde in den 30er Jahren ein Laden betrieben.
Die Läden liegen heute auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wie zum Beispiel die Landschlachterei Schmidt. Der Eigentümer hat früher Hausschlachtungen durchgeführt. Seit die in den Privathaushalten nicht mehr durchgeführt werden dürfen, findet die Hausschlachterei auch heute noch hier in diesen Gebäuden statt. In den 50er Jahren entstand neben der Landschlachterei eine Bäckerei, die gleichzeitig Lebensmittel verkauft. Hier eine Erinnerung an den Schuhmachermeister Friedrich Vieregge, der in der Dampfstraße bis in die 60er Jahre sein Handwerk betrieben hat. Auf der alten Hofstelle Buhr, auch an der Lachte gelegen, eines der ältesten und größten Hofstellen im Ort, wie die Jahreszahl es uns ausweist, schon fast 200 Jahre alt, das Vierständerhaus, auch wieder sehr schön renoviert worden, mit einem wunderschönen Balkenspruch versehen, der wieder hergestellt wurde in seinem Ursprung und heute noch wunderschön zu sehen ist. Anschließend sehen wir dann noch die durch die Dorferneuerung renovierte alte Scheune. Dieses alte Fachwerkhaus auf der Wippermannschen Hofstelle, früher auch die Hofstelle, die die Wassermühle betrieben hat, ist noch in seinem Ursprung erhalten aus dem Jahre 1798. Es hat noch keine Veränderung erfahren und es ist auch noch nicht renoviert worden. Wir hoffen, dass es noch lange in diesem Zustand erhalten bleiben kann und eines Tages dann auch in dieser Form erhalten wird. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sehen wir die neuere Hofstelle der Familie Wippermann mit dem großen Viehstallgebäude. Heute sind dort Wohnungen ausgebaut, weil ja keine Landwirtschaft mehr betrieben wird. Und dem neuen Wohnhaus, in dem früher auch der Mühlenbetrieb untergebracht war. Das Stauwehr hier an der Lachte diente zur Stromerzeugung. Wir sehen das Turbinenhaus. Die Turbinen haben den Strom erzeugt für die Herstellung von Mehl und Schrot. Die Bauern brachten ihr Getreide hier in die Mühle. Der Strom wurde auch noch weitergeleitet und hat sogar noch das nahegelegene Gasthaus Heine mit Strom versorgt. Dieses alte, wieder renovierte Fachwerkhaus ist ein weiteres gutes Beispiel einer Dorferneuerungsmaßnahme. Auch dieser alte Speicher wurde wieder vorbildlich hergestellt. Die sich seit 1664 im Besitz der Familie Hildebrand befindet, von der wir hier die 1905 erneuerte Hausfassade sehen, war ursprünglich in einem strohgedeckten Haus angelegt.